Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Forza Horizon 4. Und heute habe ich einen Königsegg, einen ziemlich schnellen, nämlich den Agera RS. Das aktuell schnellste Serienfahrzeug der Welt. Mit, ich glaube, 457 km/h. Kann man machen, ne? Ich denke, für Blitzer sollte der ganz gut sein. Und der Regen hat auch zum Glück aufgehört. Es hat bis eben gerade hier noch geregnet und jetzt hört der Regen auf. Zum Glück. Weil ich meine, das Ding im Regen fahren ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Da ist der Mini. So, ein bisschen Anlauf nehmen. Für einen schönen Blitzer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Man muss jetzt so den Drift ziehen, kann man auch machen, ne? Okay. So geht nicht so geil. Natürlich ist der Wagen genau dort im Weg. Ich bin mal kurz angestupst. So. Der Wagen ist mir auch eigentlich zu schnell. Das kann man doch nicht so für Rennen. Für normale Rennen fahren. Das bringt doch nichts mit so einer Karre. Ja, Forza, aber muss auch so Ewigkeiten zurückspulen. Boah, Alter, die Kurve geht ja mal gar nicht. So, nochmal bitte. Ich würde sagen, auf richtigen, auf Rundstrecken. Wo nicht gerade. Ah, kann ich zurückspulen. Wo die gerade nicht gerade 2 Kilometer lang ist, ist dieser Wagen nicht gut. Oder nicht so gut. Klar, würde sicherlich nicht auf dem letzten Platz landen. Oh Gott. Sollte über die andere Seite nehmen. Ist auch scheiße. Okay. Aber der Wagen ist nicht für solche Straßen gedacht. Diese Kurven hier, Landstraßen. Der braucht geradeaus 5 Kilometer. Das kann der. Aber Kurve eher nicht so. Jetzt ist der Wagen wieder am Weg. Oder wie auch sonst. Forza spult wieder 3 Kilometer zurück. Oh Gott. Das ist einfach zu schnell für diese Straße, zu schnell für meinen Kopf. Natürlich. Jetzt ist der Wagen wieder weg. Das wollte das auch mein Ziel. Ich wollte den Wagen erst von der Straße freundlich entfernen. Oh, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich glaube, ich muss jetzt 284 schaffen. Oder 281. Das ist ja auch nicht so wenig. Doch, das kriegt man irgendwie hin. Natürlich kriegt man das hin. Das hätte ich auch mit einem anderen Fahrzeug. Das ist, denke ich mal, auch möglich. Der Mosler bestimmt sowieso. Aber das ist ja ein bisschen lame. Natürlich könnte ich sagen, ist auch nicht gerade. Ein Auto, wo es übertrieben schwer mit sein sollte. Aber nö. Mosler ist mir ein bisschen zu lame. Natürlich. Nicht so weit, Forza! Oh. Oh mein Gott. War doch nicht so schwer. Das habe ich jetzt 5 Minuten gebraucht. Wow! So, der nächste Blitzer. Und hier muss ich nur 257 schaffen. Ja, ist ja quasi nichts. Ich bin nur 513 Rennen gefahren. Das ist voll wenig eigentlich. Ich habe, glaube ich, auch fast mehr als 500 Stunden. Was ist denn hier überhaupt?
Oder einfach geradeaus durchbrettern. Was meint ihr? Easy. Okay, man soll geradeaus durchbrettern. Das geht auch. Bekannterweise ist auch Königsegg dafür bekannt. Da wird gemoppelt, ich weiß. Offroad Autos zu bauen. Wer es nicht glaubt oder nicht kennt, der hat es gerade gesehen. Offroad geht. So, 338. Aber guck mal, wie schön ist hier gerade ausge. Okay, die Kurve könnte ein bisschen tricky werden. Aber. Müsste für 350 reichen, der Anlauf. Das ist bei der Karre eigentlich schon so ein bisschen traurig. Ist da schon. Dass man da schon vielleicht 350 drauf kriegt. Vielleicht sogar noch mehr. Also 300 ist ja ganz easy. Auf der Strecke. So. Wir sind jetzt auf die vierte Meile. Ja, natürlich. Gott. Die Kurve ging gerade gut. Also die geht auch Vollgas. So zum Beispiel. Ich hätte kein Auto. Knapp geschafft. So, ich weiß mal. Ja. Guten Tag. Ich bin ein neuer Landwirt. Hier gehört er. Ah, genau, in die Mauer. Genau, da gehört er hin, Fabian. Du hast es erkannt. Dann fehlt noch hier unten der Blitzer in Broadway. Denn, Oh! Das ist aber nicht schlecht. 1, 2, 3, 4 Blitzer fehlen noch. Und das war's dann auch schon. Dann habe ich alle Blitzer auf 3 Sterne. Ich nehme mir mal den hier vor. Von welcher Seite ist die Frage? Ich mach mal von hier. So. Wie viel Kamera muss ich eigentlich fahren? Hab ich das gerade schon geguckt? Habe ich es wieder vergessen? Kann schon mal passieren. 3,54. Naja. Mal bitte wenden. Regen, super. Das ist aber wieder ein Leistungsgewicht. Jo. Da war ein Wagen im Weg. Alter. Hab ich das gerade gesehen? Du hast noch ganz kurz gerade ausgefahren. Warum auch immer. Geht aus dem Weg, Leute. Schon wieder. Das Wetter lang noch mal ganz kurz geradeaus. Ich lenke die ganze Zeit rechts ein. Geht doch. Boah, es fährt sich auf nasser Fahrbahn. Man sieht's ja. Oh, durchgefahren. Easy. Noch geschafft. Ja, wir können jetzt Sachen durch die Ortschaft fahren. Ist auch gar nicht mal so teuer eigentlich. Nur das sind echt, wenn das irgendwo gehen würde, man das machen würde, dann geblitzt werden würde. Das würde gar nicht mal so teuer sein, tatsächlich. Aber ich glaube, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, die man zu schnell fährt, ist das Bußgeld und die, oder sich die Strafe immer gleich. Muss ich 289, ne? Ja. Ich glaube, wenn man irgendwie 100... irgendwas zu schnell fährt. Was war das? 180 zu schnell? Oder 120 zu schnell? Ich weiß nicht genau. Wenn man in Deutschland eine bestimmte Geschwindigkeit zu schnell fährt und dann geblitzt wird, oder halt erwischt wird, sag ich mal, dann muss man, glaube ich, 680 Euro Bußgeld bezahlen. Das ist, glaube ich, irgendwie so 3-4 Punkte. Und, glaube ich, 300 Fahrverbot oder sowas. Aber ob man jetzt, ich sag mal, Ich glaube, es waren so 120 und 180. Wenn diese Kamera zu schnell fährt, könnte man es noch diese Strafe. Wenn man dann aber auch 250 Kamera zu schnell fährt, ist die gleiche Strafe.
Deswegen, das ist dann irgendwann immer gleich. Ich finde, ab einer bestimmten Geschwindigkeit kann man noch den Führerschein erziehen. Also eigentlich, wer über 100 km/h zu schnell fährt, also dem wird wirklich der Lappen entnommen. Ist auch nicht umsonst Lappen, ne? Weil er oftmals auch an Lappen vergeben wird, nicht Auto fahren können. Also die, wer über 100 zu schnell fährt, dem... Er tut mir leid, aber da habe ich absolut kein Verständnis für. Dem sollte wirklich der Lappen entzogen werden. Und zwar sowas von. Ist ja auch immer geil. Wenn irgendwie Leute geblitzt werden und dann, wenn die ein Fahrverbot kriegen und sagen, ja, ich brauche doch aber mein Auto für die Arbeit. Tja. Ist dann halt dein Pech, ne? Dann rast halt nicht so durch die Gegend. Und gerade wenn man sein Auto beruflich braucht, wenn man sich Berufskraftfahrer ist oder sich Pakete ausliefert oder whatever, oder als Taxifahrer, gerade dann sollte einem doch bewusst sein, dass man nicht schnell fahren sollte. Oder nicht blitz werden sollte. Weil es dann unter Umständen, je nach Geschwindigkeit, dazu kommen kann, dass man seinen Job verlieren kann. Weil ich sag mal, was will eine Firma mit dir, wenn du LKW-Fahrer bist, wenn du aber einen Monat lang nicht fahren darfst? Oder Taxifahrer? Also begeistert sind die, glaube ich, nicht. Okay, das ist fucking fast. Also wenn es halt genug und dann, ja. Zu Recht Fahrverbot. Strafe mag natürlich vor allem für Berufstätige hart sein, aber ja, so ist das halt. Dann fahr doch nicht so schnell. Ist die einfachste Lösung. Wenn man nicht so schnell fährt, dann sind Blitz auch keine Abzocke. Und generell sind die Strafen, finde ich, in Deutschland auch jetzt für Geschwindigkeitsverstöße, das ist schon sehr gutmütig und sehr großzügig. Ich finde, die Strafen sollten deutlich höher sein. Und vor allen Dingen auch ans Gehalt angepasst. Ich meine, wenn jetzt ein etwas ärmerer Mensch, beispielsweise vielleicht ein Hartz-IV-Empfänger oder so, oder Studenten, wenn die geblitzt werden, tut es natürlich mehr weh, als, ich sag mal, wie ein Porsche-Fahrer oder so, ein Geschäftsmann, dem jucken, glaube ich, 100 Euro Strafe eher weniger als einen Studenten. Natürlich nur, weil man so ein Auto hat, zwar nicht, dass man automatisch viel Geld hat, aber ich glaube, in den meisten Fällen haben Leute, die jetzt irgendwie so einen Porsche fahren oder solche hochwertigen Autos, die jucken doch wahrscheinlich 100 Euro oder an sich die Strafen, die Geldstrafen deutlich weniger als andere Autofahrer. Punkte ist, ja, schon gut. Es sollte viel härtere Strafen für Fahrverbote geben, dass es viel früher kommt. Achso, ich sollte am besten noch weiterfahren, wenn ich... Stimmt. 273 ist ja nix. Vielleicht sollte man viel härter durchgreifen, auch generell bei anderen Strafen, dass es viel mehr wehtut. Wie gesagt, ans Einkommen angepasst. Oder zumindest ein bisschen nicht. Komplett, dass jetzt irgendwie direkt der Porsche-Fahrer 100.000 Euro Strafe zahlen muss. Das jetzt nicht, aber schon ein bisschen, dass es auch dem ein bisschen wehtut. Das andere, diese anderen Strafen sind sicherlich vergleichsweise Peanuts. Guck mal, wie ein Idiot angefahren. Okay, ja, das geht leider nicht so. Schade. Oh, 303 km/h. Easy. Alles gut. Oh, Offroad, geil. Genau hier wollte ich noch hin. Dann blitzt der Held Rang 19. Ist man eigentlich Rang 20, wenn man alle Blitze auf 3 Sterne hat? Bestimmt, oder? Aber warte, habe ich nicht alle auf 3 Sterne? ja.
Man sieht hier alle Blitzer auf 3 Sterne. Das heißt, wir haben jetzt eine PS noch nicht gemacht. Nämlich die Blitzerzonen. Da werde ich diesen Wagen definitiv nicht nehmen. Sei es Offroad oder der Strecke. Okay, hier haben wir eine. Die auch letztens schon gefahren. Sonst sieht das hier schon sehr, sehr gut aus. Es ist tatsächlich nur diese eine. Danach mache ich vielleicht noch ein paar Driftzonen. Okay, 217. Ich fange mal hier oben an. Natürlich nehme ich nicht diesen Wagen. Sondern das Covercard des Spiels. Der Senna. Der hat halt einen abnormalen Kurvenspeed. Ich könnte natürlich auch einen Mosler nehmen. Für den wäre das wahrscheinlich noch einfacher. Aber nö. Mein Mosler ist immer noch Serie. Ich bin den bis jetzt gar nicht gefahren. McLaren, genau. Ist mein Sender nicht mittlerweile blau? Ich bin doch braun lackiert, oder? Ich bin doch orange gelassen. Na doch, orange. Ich glaube, das ist ein bisschen anderes Orange als Serie. Hab ich ein bisschen geändert. Ich muss umdrehen. Ah, soll ich dich hinsetzen? Kurve Vollgas irgendwie. Das ist schon im exakten. Lol. Im richtigen Moment einlenken. Und dann aber volle Kanne. Dann geht das bestimmt. Ja, es war zu früh gebremst. Achso, ja gut. Ist ja durchsichtig. Stimmt. Stimmt. Und der Wagen jetzt Wheelspin? Warum auch immer. Forza. Lass nicht 3 Kilometer zurückspulen. Durchgeschaltet deswegen. Warum auch immer. Ah, das wäre so geil gewesen. Wenn ich da durchballern könnte. Oh, warum spult er mal so weit zurück? Das ist doch nervig. Ich finde, man sollte selber festlegen, bis wo man zurückspult. Nicht, dass Forza wieder 20 Kurven und 3 Kilometer zurückspult. Das bringt da auch nichts. Jetzt hier die Blitzerzone jetzt auf einmal wieder nicht. Das ist doch wieder nervig. Hat eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Weil der Zurückspulen keinen Einfluss drauf hat. Scheiße. Komm, einmal zurückspulen darf ich ja, glaube ich. Wieso man der Wagen jetzt auf einmal über krass Wheelspin hat? Ja, Forza, natürlich. War schon schlecht. Also, man kommt ja gut durch. Warum die jetzt auch immer gescheitert ist? Das macht überhaupt keinen Sinn, Forza. Wirklich. Das ist leider einfach nur nervig. Jetzt würde ich mal Kritik angeben. Das war zu weit eingelenkt. Leicht gedriftet. Boah, geil, Alter.
Man muss hier wirklich richtig fett durchkommen. Also so nicht. Ja, Forza wieder, ne? Das übliche. Die üblichen 3 Kilometer zurückspulen. Nein, Güte, Alter. Du hast dein Ziel erreicht. Geht doch. Und immer so, da war eine Serienleistung. Also da muss nicht mehr krass getunt werden. Man kann auch sicherlich noch viel sauberer durchfahren. Das ist mir durchaus bewusst. Aber man schafft es auch mit Serienleistung. Also es ist nicht so anspruchsvoll. Das sind sicherlich noch schnellere Autos als der Senna. Ich glaube, der Mosler, der ist, glaube ich, noch schneller. Das muss man auch erstmal schaffen. Also der Senna, der ist übel. So, wo sind denn die hunigen Autos? Ja, mal wieder den hier. Ich glaube, die letzten Gefahrenschilder habe ich in Aufnahme nicht. Aber was ich noch mal versuchen kann, noch ein paar Driftzonen. Da habe ich auch noch nicht alle. Zumindest die Offroad gelegen sind. Und dann, nächste Folge, sind dann die Bonustafeln dran. Driftzone. Aber hier zum Beispiel auch die Zone habe ich gehasst. Oh nö. Wir machen erstmal die hier. 45.000 Punkte. Na gut. Die Zone, die ich gerade auf die ich gezeigt habe, die ist halt echt kacke, weil die halt sehr eng ist. Das ist das Problem. Immer wieder außer der Zone driften. Das ist natürlich die beste Lösung. Das Wasser nervt ja auch ein bisschen. Okay, das kann man sogar schaffen. Du hast dein Ziel erreicht. So, fast 5000 Punkte mehr. No Challenge. Dann, ich versuch's mal. Die Zone ist halt wirklich, die ist eng. Das ist nicht so gut. Ich fange mal von hier an. Das ist bei Querfahren natürlich ein wenig ungünstig, weil man schlecht quer und geradeaus fahren kann. So, ja. Ich mal die Punkte angucken. 60.000 vielleicht? 70? 80. Okay. Halt, stopp. Ja, 100k. War irgendwie doch nicht so schwer. Ich habe definitiv anders in Erinnerung. Kann sein, dass es im Winter gewesen ist. Das kann durchaus daran liegen. So, was fehlt denn noch? Sieht ja auch sehr gut aus. Ha! Dann noch die letzte gefunden. Ach die. 150.000 Punkte braucht.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sind wieder nach, das ist nicht sehr schön. Hier ist es halt super eng. Du hast dein Ziel erreicht. Zack, geschafft. Nice. Dann Driftfahrt, Rang 14. Da waren 20.000 Credits obendrauf. Wunderbar. Schalte ich jetzt nochmal, ups, nein, das war falsch. Mal alle PR-Stunts an. Ja, und man sieht ganz oft 3 Sterne. Man sieht hier habe ich nur 2 Sterne bei dem Gefahrenschild. Dann Gefahrenschild Nummer 2. Gefahrenschild Nummer 3. Sieht auch gut aus. Dann Gefahrenschild Nummer 4. Das war's, da ist doch 3 Sterne. Aber meine Uhr sagt mir, ich kann auch mal das hier probieren. 213 Meter. Ich mache einfach mal hier hin. Ich nehme mal wieder den Metro dazu. Okay, erstmal Nachrichten in der Xbox-Gruppe. Was da schon wieder abgeht. Also ich kann wieder einen Cent machen. Also ich den Wagen dafür nehmen. Nicht mal den Metro. Oder den Funko. Hm. Soll ich echt mal probieren mit dem Funko? Aua. Das wird sich sicherlich nicht so geil fahren lassen, aber ach, was soll da schon passieren? Da kann ja gar nichts passieren. Vor allem nicht nachts. Sehen, nur die nix. Oh Gott. Bin ein bisschen schief gefahren, glaube ich, ne? Bin von der falschen Seite sogar, oder? Nee, ist sogar die richtige Seite. Aber ziemlich schief. Ich gleich mal kurz. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch ich nehmen muss. Das schon reicht. Oh Gott. Natürlich sind ja auch wieder unendlich Gegenstände, die ich abholzen kann. Oder umliegen. Nein. Ich glaube, da habe ich irgendwas gebremst noch vorher. Achso, durch diese Bank oder so. Besser. Ha! Easy. Easy. Ist ja genauso gewollt. Das war natürlich nicht Zufall. Was? Wie kommt ihr denn darauf? Okay. 3 Gefahrenschilder fehlen noch. Die werde ich dann wohl offscreen machen. Aber bis Folge 100 schaffe ich das. Ja? Zur Not nehme ich auch Cheater-Autos dafür. Wenn es ja auch welche gibt. Gucke ich mir, was ich, irgendwie ein Video dazu an und dann passt das schon.
Das kriege ich schon hin. Sonst PS sind alle da auf 3 Sterne. Dann fehlt noch das eine Kapitel mit Isha. Nee. Bei British Racing Green war. Ich glaube schon. Nee, war doch Isha. Wo ich hier in einer Minute 10 hier im Broadway sein muss. Das schaffe ich auch noch. Und dann fehlen noch die Bonustafel, die ich schon mal anmachen kann. Die ich dann in der nächsten Folge fahren werde. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann und tschüss!